Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ja, ich wollte mir die Chance auf eine 10-Jahres-Rente sichern. Ja, sehr gerne. Haben Sie da einmal den Vorteilscode für mich? Was ist das denn? Der Vorteilscode, der steht auf dem Bestellschein. Aber ich habe doch noch gar nichts bestellt. Naja, aber um bestellen zu können, muss ich einmal den Vorteilscode haben. Entschuldigen Sie hier, ich habe nichts bestellt. Sie wollen doch jetzt was bestellen und bei telefonischer Bestellung geben Sie bitte den Vorteilscode an. Den habe ich gerade nicht. Sie haben doch die Telefonnummer gewählt und der Vorteilscode, der steht direkt in der Telefonnummer. Ansonsten kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich habe die Telefonnummer im Internet gefunden und habe diese, wie heißt das? Ich habe diese Anzeige gesehen und ich dachte, komm, nutze ich die Chance auf eine 10-Jahres-Rente. Was für eine Anzeige haben Sie denn gesehen? Boah, wo war das jetzt nochmal? Können Sie mir Ihren Namen geben? Ich glaube, das war. Ich glaube, ich wurde per E-Mail benachrichtigt. Nee, das glaube ich nicht. Warum glauben Sie das nicht? Weil wir per E-Mail nichts rausgeschickt haben. Also Sie sagen jetzt mir, Sie widersprechen sich ständig. Also was kann ich für Sie tun? Möchten Sie ein Los bestellen, ja oder nein? Ja. Was für ein Los wollen Sie bestellen? Was haben Sie denn zur Verfügung? Ein Eurojoker, ein Traumjoker oder ein SKL-Los? Was würde ich für Vorteile jeweils kriegen? Ich denke, Sie haben schon eine Anzeige gesehen. Sie müssen mir sagen, was für eine Anzeige Sie gesehen haben, mit was für einem Angebot. Und dann kann ich Ihnen mehr darüber erzählen. Wenn ich Ihnen jetzt alle unsere Produkte ausführlich erkläre, sind wir morgen noch nicht fertig. Das stimmt, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Ja. Aber das Ding ist, ich habe die Anzeige nicht richtig verstanden und ich bin so einer, ich suche mir immer den schnellen Weg und habe sie dann direkt angerufen. Ja, dann geben Sie mir doch mal ein paar Hinweise, was in dieser Anzeige drin stand, damit ich Ihnen das erklären kann. Okay, Ich weiß aber nicht, was für eine Anzeige Sie gesehen haben. Und weder weiß, ja? Da stand, Sie haben die Chance auf eine 10-Jahres-Rente, ich glaube in Höhe von 10.000 Euro oder so. Da war irgendwie so eine Summe von 1,2 Millionen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, steht da irgendwas von so einem Doktor, der das alles, der vielleicht der Chef ist oder so. Und der kennt sich aus und es scheint auch eine Anzeige gewesen zu sein, die wirklich, wie nennt man das heutzutage, dass die wirklich nicht fragwürdig war, wenn Sie mich verstehen. Also, das, was Sie gesehen haben, das ist unser Eurojoker. Der kostet 12,95 € jeden Monat. Da nehmen Sie dann jeden Tag an Ziehungen teil. Wir haben stündlich eine Verlosung, also jede Stunde eine Verlosung von 5.000 €. Täglich gibt es dann nochmal eine Verlosung von 50.000 €. Wöchentlich jeden Sonntag 50.000 mal 20 € und jeder letzte Sonntag im Monat. Da verlosen wir dann nochmal 100.000 € und bei den Renten ist es dann so, da geht es täglich um eine Rente im Wert von 1.000 € monatlich. Wöchentlich gibt es eine Rente zu gewinnen von 2.000 € monatlich und am letzten Sonntag eine Rente im Wert von 10.000 € monatlich. Was können Wow, Sie damit so gewinnen? viel Geld kann man gewinnen, aber was soll ich mit so viel Geld anstellen? Das weiß ich nicht, was Sie damit machen möchten. Spenden an Hunde, Tiere, Ja, Menschen. da haben Sie recht. Ich finde, unsere Welt braucht mehr Leute wie Cristiano Ronaldo, vielleicht kennen Sie ihn ja, oder Michael Jackson, die haben richtig viel gespendet. Ja, dann wären Sie jetzt der nächste Michael Jackson. Ha, das ist eine zu schöne Vorstellung.
Gut. Wollen Sie das jetzt spielen oder nicht? Ja, aber ich interessiere mich dafür, aber Sie scheinen irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, Sie sind vielleicht schlecht gelaunt oder so. Kann ja immer sein, dass man mal einen schlechten Tag erwischt und Nur nicht so ganz folgen. Also irgendwie kommt mir das alles ein bisschen merkwürdig vor, was Sie mir hier alles erzählen. okay. Aber ich meine, ich habe ja nicht umsonst Ihre Nummer angerufen. Weiß nie, also da kann man sich immer einen Spaß mit erlauben, gerade bei Gratis-Telefonnummern. Ach, die ist gratis. Ja, okay, super. Ja, super. Wirklich, wirklich. Ja, okay. 12,95 € pro Tag. Nee, pro Monat meine ich. Genau, pro Monat. Wie lange läuft denn der Vertrag? Bis auf Widerruf. Bitte? Bis auf Widerruf. Das heißt, was ist, wenn Das ich... heißt, dass Sie kündigen. Ja, aber was ist, wenn ich sterbe? Dann haben Sie ja auch kein existierendes Konto wahrscheinlich mehr, von dem wir abbuchen können. Und Sie haben ja auch sicherlich eine Familie, die uns das dann mitteilen wird, dass Sie verstorben sind. Ja, okay, da haben Sie recht. Entschuldigen Sie für diese dumme Frage. Das Ding ist, Sie müssen mich auch ein bisschen verstehen. Ich bin so neugierig, wirklich. Und ich stelle gerne Ja. Fragen, aber ich will auch nicht so dumme Fragen stellen, weil Sie sowieso schon schlecht gelaunt sind. Nee, ich bin nicht schlecht gelaunt. Ich finde diesen Anruf nur komisch. Und deswegen bin ich ein bisschen misstrauisch. Warum denn misstrauisch? Es ist ja nur ein Anruf, also ich kann doch nichts machen. Ja, aber es rufen auch Kunden an, die tatsächlich was bestellen möchten. Ja, ich würde mich schon dazu zählen. Okay. Also, ja, okay, was muss ich dafür machen, damit ich jetzt... Also, ich würde stündlich an Ziehungen teilnehmen. Wie viele nehmen denn täglich teil? Ich will nur verstehen, wie hoch meine Chance ist. 3 Millionen. So viele. Ja. Boah, wenn Sind drei aber Millionen... immerhin. Ja? Es sind immer noch weniger als beim Lotto. Ja, klar. Also, ich weiß. 3 Millionen... Ich meine nur, ich finde das krass, weil wenn 3 Millionen mitmachen, dann heißt das ja, dass sie umso seriöser sein müssen, weil viele in sie vertrauen. Und das sind ja nicht nur dumme Menschen. Nee. Wir sind seit über 70 Jahren auf dem Markt und wir sind ja auch TÜV geprüft. TÜV geprüft. Oh. Ja. Das Okay. heißt, kommt zwar im Jahr jemand vorbei, der uns hier auch über die Finger schaut, ob alles hier richtig ist, was wir machen. Ja, so ist das in Deutschland mit der, boah, wie heißt das? Mit der Bürokratie. Okay, was kann ich machen, um dieses Angebot zu nutzen? Also ich kann die Bestellung jetzt für Sie hier aufnehmen. Dann geht es am 1. April los. Ja. Und dann kriegen Sie Ihre Losunterlagen von mir innerhalb der nächsten Tage zugeschickt. Okay, super. Machen wir das jetzt? Wenn Sie bereit sind, wäre ich auch bereit. Klar. Okay. Dann Also brauche ich nämlich ich warte Fahrt. nur auf Ihre Fragen, weil eigentlich ist das doch so, ne? Sie fragen mich, hey, wie alt sind Sie? Und ich sage, hey, ich bin so und so alt, ne? Genau, das wollte ich jetzt mit anfangen. Okay, super. Ich brauche einmal zuerst den Vornamen. Ottmar. Soll ich ihn buchstabieren, wie der geschrieben wird? Ich schätze mal Ottmar. Fast. Leider nur mit einem T. Mit einem T. Okay, fast richtig. Gut, und der Nachname? Das war mein Nachname.
Das ist Ihr Nachname. Ja, Ottmar. Okay. Dann brauche ich den Vornamen. Günther. Mit TH, ohne H, nur mit T. Mit, also das kann man auf verschiedene Weisen schreiben. Entweder GUE oder GÜNTHER. Also mit TH. Nein, nein, da ist kein CH. TH. Die. Ja, ich sagte ja auch TH. Ach, Thomas Hans. Ja. Okay. Und die Postleitzahl? 5 2 0 8 0. In Aachen. Richtig. Und in welcher Straße wohnen Sie da? Ich hoffe, Ihr System kennt die Straße, weil die ist schon ziemlich klein. Birkenweg 75. Ja, die kennt unser System. Ach super. Ja, weil ich hatte da schon einige Male, zum Beispiel bei Amazon, wollte ich meine Straße eingeben, aber die gab es gar nicht. Okay. Also ich habe sie Okay, gefunden. dann haben Sie ein echt super System. Ich kenne mich da zwar nicht aus, aber ja. Bisher kann ich mich nicht beklagen. Ich Bräuchten brauche Sie... jetzt einmal das Geburtsdatum, bitte. Okay. 21.01. Ja. Da fehlt 9. noch was. Was? Das Geburtsjahr. Das ist 1998. Haben Sie aber lange für überlegt. Wissen Sie, ich merke mir Daten nicht so gut. Naja, man sollte ja schon wissen, wann man Geburtstag hat, und das Geburtsdatum werden wir ja auch überprüfen, ob das, was Sie mir hier alles genannt haben, richtig ist. Das können Sie natürlich überprüfen. Ich habe Sie tun jetzt wieder so, als würde ich Sie einfach nur auf Deutsch gesagt verarschen wollen. Aber Mann, ich bin halt nicht so wie die anderen. Es tut mir leid. Ich kann mir zum Beispiel meine IBAN ganz gut merken, aber mein Geburtsjahr vergesse ich immer wieder, weil ich das immer wieder mit dem Geburtsjahr von meiner Schwester verwechsel. Denn die hat ein Jahr vor mir Geburtstag. 1997. Okay, alles klar. Dann brauche ich einmal noch eine Telefonnummer. Ist das die, von der Sie anrufen? Tatsächlich nicht. Das ist gerade das Telefon meines Chefs. Ich bin noch auf Arbeit. Ich habe jetzt ein bisschen frei. Also Okay, dann geben Pause meine Sie mir ich. mal Ihre Tele Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Okay, mit Vorwahl oder haben Sie die schon? Nee, ich habe die Vorwahl noch nicht. Ja, okay, weil Sie wissen, wo ich wohne. Okay, 02 Ja. 4 1 Ja. 7 8 Ja. 4 6 Ja. 3 9 4. Okay. Und der Mitspielbeitrag von 12,95 Euro, den buchen wir dann immer zum 1. oder zum 20. eines Monats ab. Welcher Termin ist Ihnen denn da lieber? Könnten Sie das auch runden auf 13 Euro, weil ich mag keine unrunden Zahlen auf meinem Konto. Nee, können wir leider nicht. Oh ja, okay. Ja, dann werde ich die 5 Cent einem Obdachlosen spenden oder so. Gute Idee. Ja, man tut ja, was man kann. Ich habe leider Ihre Frage vergessen. Könnten Sie das vielleicht wiederholen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, weil ich will Sie nicht nerven, wirklich. Wann sollen wir es abbuchen? Am 1. oder am 20.? Eigentlich könnten Sie das am 1. machen, weil dann habe ich meine Dinge geklärt, ich kriege da mein Gehalt, und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr darüber machen. Okay, dann buchen wir das immer zum 1. ab. Und bei welcher Bank sind Sie? Ich bin bei der Sparkasse. Da bräuchte ich dann einmal die IBAN-Nummer.
Okay, wie gesagt, ich kenne die auswendig. Die ist echt, Da bin ich aber gespannt. ich gebe zu, die ist auch leicht zu merken. Okay, bin ich Also, gespannt. DE Ja. 3, 4, 5, 2, 0, 5, Ja. 1, 3, 7, Ja. 3, 9, 5. Ja. Sie haben schon die 5 eingegeben, oder? Ja, 395. Genau. Dann die 6 und dann nochmal 5, 5. Ja. Dann die 9, 1 und am Ende 6, 4, 2. Okay, und Sie sind auch der Kontoinhaber. Ja, klar. Okay. Ja, dann geht es am 1. April für Sie los mit dem Euro-Joker. Die Losunterlagen bekommen Sie dann in 10 bis 14 Tagen. Geht das nicht in diesem Monat schon? Weil dann, also ich Nee, bin so der hat schon ungeduldig. angefangen. Nee, der hat schon angefangen. Aber also Sie haben mich ja gefragt, ob ich das am 20. buchen will oder am 1. Ja, das ist ja nur die Buchung. Der Mitspielstart, der liegt, der steht fest am 1. April. Ja, okay. Ja, ich gedulde mich. Die Zeit vergeht sowieso immer schneller, als man denkt. Dafür schenke ich Ihnen aber noch einen Traumjoker. Der ist gratis für einen Monat. Da können Sie dann noch ein schönes Auto gewinnen oder so. Aber ich kann die 1,2 Millionen dadurch nicht gewinnen, oder? Mit dem Euro-Joker können Sie das gewinnen. Den Traumjoker, den schenke ich Ihnen. Ach so, Wenn Sie das. nicht haben wollen, schenke ich Ihnen den nicht. Natürlich, wenn das ein Geschenk ist, dann nehme ich das natürlich an. Ist besser, ein Auto zu gewinnen, als gar nichts zu gewinnen, sage ich mal so. Sie können da auch noch andere Dinge gewinnen, nicht nur Autos. Also da gibt es Sachgewinne im Wert von 50.000 Euro, 5.000 Euro und Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 500 Euro zu gewinnen. Wow. Und das kriegen Sie von mir jetzt geschenkt. Ja, okay, ja, dann nehme ich das gerne an, ne? Besser das als Das gar nichts, war's sage dann. ich immer. Ja. Sehen Sie mal. Ich kann auch nett sein. Ja, ich merke es. Also ich fühle mich schon viel wohler. Okay. Aber Ich alle. weiß nicht, ob ich mich wohlfühle. Was ist? Ich weiß nur noch nicht, ob ich mich damit wohlfühle. Was kann ich machen, damit Sie sich wohlfühlen? Weiß ich nicht. Das muss ich mir überlegen. Also, wir können ja einen Deal machen. Wenn ich in den ersten 6 Monaten gewinne, kriegen Sie die Hälfte des Gewinns. Kann ich nicht annehmen. Aber ich bin kein geiziger Mensch und ich würde Ihnen das gerne geben, wirklich. Okay. Es reicht auch, wenn Sie einfach anrufen und sich bedanken. Gerne, also dürfte ich Ihren Namen wissen, damit ich weiß, bei wem ich mich bedanken soll? Okay, super. Ich werde dann Bescheid sagen. Okay, gut. Ich Dann bekommen Sie jetzt alles. hoffe, jetzt fühlen Sie sich wenigstens ein bisschen wohler, weil ich Ihnen dieses Vertrauen gegeben habe. Bei vielen Frauen, mit denen ich zu tun habe, die vertrauen mir am Anfang auch nicht. Aber wenn ich denen dann was Großes anvertraue, zum Beispiel meine Bankdaten, dann vertrauen die mir. Okay. Naja, man kann theoretisch einfach auch irgendwelche Bankdaten durchgeben. Aber die prüfen das dann auch. Ich sag, komm, du kannst hier zum Beispiel 20 € buchen. Das mache ich aber nur bei den hässlichen Frauen. Die gut aussehenden dürfen sich schon mal einen Hunderter holen. Ah, okay. Das ist ja großzügig. Danke, man tut, was man kann, ne? Alles klar. Ja, dann bekommen Sie alles jetzt von mir per Post zugeschickt. Ach super, wann wäre die Post denn ungefähr da? 10 bis 14 Tage dauert das. 10 bis 14 Tage. Okay. Ich hoffe, ich vergesse es bis dahin nicht. Sie wissen ja, ich kann mir nicht so gut Dinge merken. Ja,
Ich glaube nicht, dass sie das vergessen. Okay. Danke, dass Sie so in mich vertrauen. Gerne. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, eigentlich hatten Sie die ganze Zeit recht. Ja. Ich verarsche Sie. Danke. Tschüss. Cringe! Oh Mann. Sie war eigentlich nett zu mir, ne? Deswegen hatte ich schon ein bisschen Schuldgefühle. Aber das Ding ist, die scammen. Die scammen richtig. Wir haben von dem Post gekriegt, von wegen, oh, wir haben 1,2 Millionen gekriegt, mit einem Scheck. Der war aber nicht echt. Also, ich war so triggert. Dann dachte ich, komm, ruf ich auch mal jemanden an. Aber die scammen natürlich, also die haben mich verarscht, ich habe die verarscht. Denkt nicht, dass da irgendwas Wahres dran war. Also man kann schon vielleicht so ein 20er gewinnen, aber man zahlt monatlich 12,95, das lohnt sich nicht, wenn man mal in 3 Monaten oder so ein 20er gewinnt. Die müssen ja auch irgendwie Profit machen. Die kriegen das auch nicht vom Himmel geschenkt. Ja gut, ich wollte ihre Zeit ein bisschen verschwenden. Ich hoffe, ich habe genügend Abwechslung in den Kanal gebracht. Cringe! Abonniert PewDiePie! Und tschüss!